offizielles presseöffentliches Training der Eisbären Bremerhaven. Und Jan Radjen als Geschäftsführer muss mir jetzt mal ein bisschen helfen, der Eisbären. So viele neue Gesichter, ich komme noch nicht so richtig klar. Ja gut, es sind viele neue Jungs da, das ist richtig, viele neue Namen. Aber ich hoffe, dass das alle sehr schnell hier bekannt werden und sich einen Namen machen. Und das ist für uns selber kein Problem, aber wer jetzt das erste Mal dabei ist, natürlich, neue Gesichter, neue Namen. Jetzt fragt sich natürlich der Fan, auf welchen Spieler sollte ich besonders achten, weil der ist der, der am meisten auffällt. Erzähl mal. Ja, das ist nicht so einfach, denn jeder Spieler bringt eine Besonderheit mit, sonst hätten wir sie ja nicht geholt. Es gibt natürlich Leistungsträger, ist klar, es gibt aber auch Rollenspieler. Sicher bekannt aus der letzten Saison ist Jerry Smith, der bei uns sehr gut eingeschlagen hat, der wieder zurückgekommen ist. Bekanntes Gesicht ist auch Larry Gordon, weil er 3 Jahre schon in der Bundesliga gespielt hat. Bekannt sind noch Philipp Zwiener, Yannick Frese, das sind alle Spieler, die in der Bundesliga, oder Philipp war schon bei uns. Aber wir haben natürlich auch ein paar ganz neue Gesichter und ich glaube, das ist ganz spannend, weil die natürlich noch nicht bekannt sind bei den Fans. Und wir hoffen, dass diese Spieler sich ganz schnell in die Herzen der Fans dann spielen werden. Larry Gordon, das ist ein Stichwort, das ist doch der Führungsspieler. Ja, Führungsspieler auf jeden Fall, klar, Leistungsträger. Und er hat in den letzten 2, 3 Jahren, denke ich, beeindruckend gezeigt, was er kann in Hagen. Wirklich sehr, sehr vielseitiger Spieler, aber ein toller Mensch, toller Charakter. Er ist unheimlich beliebt gewesen in Hagen, war Publikumsliebling und natürlich freuen wir uns besonders, dass er zu uns gekommen ist, weil er halt auch ein bekanntes Gesicht ist. Zu Philipp Zwiener kann man sagen, er hat es in Oldenburg nicht gepackt, wenn man jetzt gehässig ist, oder ist er der alten Liebe Bremerhaven folgend wieder zurückgekommen? Ich würde mal so sagen, er ist ein Jahr fremdgegangen und ist jetzt wieder bei uns, wo wir uns sehr freuen. Er hat ja schon 2 Jahre vorher bei uns gespielt und ich glaube, über Oldenburg müssen wir gar nicht viel sprechen. Wir wissen, was Philipp kann. Er weiß, welche Rolle er einnehmen soll. Es ist sicher eine andere Rolle als vor 2 Jahren. Er wird uns auf jeden Fall helfen. Und was in Oldenburg war, das ist für uns jetzt sekundär. Jetzt ist er wieder bei uns und Philipp wird sicher auch ein ganz wichtiger Faktor sein. Wo landen die Eisbären am Ende der Saison? Ich weiß, du wirst dich um eine klare Antwort drücken, aber wir wollen mal wissen, wohin geht's? Ja, die letzten Jahre haben schon gezeigt, wie stark die Liga geworden ist. Und in den letzten 2 Jahren ist sich auch einiges nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Das soll sicher nicht der Normalzustand sein, aber wir wollen schon erstmal sehen, dass wir von unten wegkommen. Und das ist in dieser Liga sicher nicht einfach, aber mit der Mannschaft glaube ich daran. Und wenn wir das schaffen, dann kommt hoffentlich irgendwann der Zeitpunkt in der Saison, wo wir nach oben gucken können. Wann auch immer er kommt, ich hoffe, er kommt. Und dann können wir sehen, was drin ist. Aber wir müssen erstmal hart arbeiten und sehen, dass wir die Mannschaft zusammenbekommen, um wirklich ab dem ersten Spiel bereit zu sein, zu gewinnen. Und die Liga ist so stark wie noch nie. Deswegen, das ist schon eine große Herausforderung.